Politikblog, Modeblog, Wissenschaftsblog. Nahezu kein Thema, das nicht in Netztagebüchern des World Wide Web besprochen wird. Doch wer hier in den über 200 Millionen Blogs der Blogosphäre wirklich etwas zu sagen hat, bleibt oft unklar. IT-Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam schaffen hier nun im wahrsten Sinne den Überblick. Das Blog Intelligence-Forschungsteam bringt die Strukturen innerhalb der Blogosphäre auf den Bildschirm. Gerade die sozialen Medien sind sehr interessant, weil wir haben dort ein riesen Reservoir von unstrukturierten Daten und da nun die entscheidenden Informationen herauszuziehen, diese Daten zu verdichten zu neuen Erkenntnissen. Das ist eine ganz interessante Frage. Eines der bereits im Internet zu findenden Analyse-Tools, BlogConnect. Wie in einem Sternensystem macht es die Verlinkungen von Blogs untereinander sichtbar. Schnell wird so deutlich, welche Planeten in der Blogosphäre wirklich eine große Rolle spielen. Und dies exakt im Moment der jeweiligen Abfrage. Die Blogosphäre verändert sich ja in jeder Sekunde, es kommt neuer Content dazu. Und das Neue an unserer Forschung ist, dass wir diesen Content in Echtzeit analysieren können und dem Nutzer so zur Verfügung stellen können, dass er genau weiß, was gerade in der Blogosphäre passiert. Möglich machen die Echtzeitanalysen die Server des HPI-Spitzenforschungslabors. Bis zu enorme 1000 Prozessorkerne können hier parallel daran arbeiten, Blogdaten aus dem Netz zu sammeln, zu verwalten und auszuwerten. Wir haben hier im HPI die tolle Situation, dass wir auf neueste Hardware-Technologien zurückgreifen können, wie unter anderem die In-Memory-Technologie. Hierbei werden alle Daten statt auf langsamen Festplatten im schnellen Hauptspeicher gespeichert. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Analysen, die früher mehrere Stunden gedauert haben, heute in wenigen Sekunden ausführen zu können. Und so funktioniert der Blick in die Blogosphäre technisch. Regelmäßig sendet das Blog Intelligence Team sogenannte Crawler aus. Die digitalen Leser besuchen bestimmte Online-Tagebücher. Dort erkunden sie, ganz wie ein echter Besucher des Blogs, alle neuen Inhalte. Hierbei werden natürlich nur öffentliche Informationen erfasst, an die jeder Internetnutzer auch mit manueller Abfrage gelangen würde. Links, die zu anderen Blogs führen, erzeugen automatisch einen neuen Crawler. Dieser kann nun immer wieder den neuen Blog besuchen, um dort zu lesen. Die HPI-Hardware macht es nun möglich, dass tausende Crawler sich parallel durch Millionen von Blogs lesen können. Die hierbei entstehenden Informationen werden in einer zentralen Blogosphären-Datenbank abgelegt. Diese Datenbankinfos nutzt der Blog Intelligence Analyzer für verschiedene Analysen. Komplexe mathematische Algorithmen errechnen Zusammenhänge in der Blogosphäre oder auch Strukturen innerhalb eines einzelnen Blogs. Selbst aufwendigste Analysen liegen hierbei im Millisekundenbereich. Schließlich erfolgt eine leicht verständliche Visualisierung der jeweiligen Berechnungen. Beständig arbeitet das Blog Intelligence Team daran, den Analyzer mit immer neuen Algorithmen zu füllen. Kopfarbeit und hohe Mathematik ist hier gefragt. Doch auch bei dieser Arbeit profitieren die HPI-Forscher vom Speed der HPI-Zukunftshardware. Im Gegensatz zu vorher, wo wir quasi mehrere Wochen gewartet haben, bis wir wussten, ob unser Algorithmus richtig ist, schaffen wir das jetzt in wenigen Minuten oder Sekunden, zu sehen, ob wir das Richtige überhaupt ausprobiert haben und können das dann iterativ immer weiter verändern und so schnell neue, bessere Algorithmen entwickeln. Interessant sind Tools zur Analyse der Blogosphäre nicht allein für Internetnutzer. Besonders Medienbeobachtungsagenturen suchen hier nach neuen Lösungen. Denn gerade für Unternehmen wird immer bedeutender, ob der eigene Name in sozialen Netzen auftaucht. Das Besondere des Social Web ist, dass Gefühle sehr authentisch kommuniziert werden. Das heißt, für Unternehmen ist das so interessant, weil sie eine ganz besondere Art der Marktforschung darüber betreiben können, nämlich authentische Informationen von ihrer Zielgruppe bekommen, die sie sonst durch klassisches Medienmonitoring so nicht in der Form erhalten. Dabei ist gerade die neuartige blitzschnelle Auswertung hochinteressant. Das heißt, jetzigen Tools können unseren Kunden nur die aktuellen Daten liefern, aber sie können noch keine Auswertung der Daten in Echtzeit liefern. Unsere Kunden wünschen aber natürlich auch eine Auswertung der Daten in Echtzeit und da sehe ich den großen Vorsprung durch solche Tools. Der Blog Intelligence Blick in die Blogosphäre zeigt sich vorausschauend und dynamisch. Ganz so wie das Team, das dahinter steht und das seine Analysearbeit gerade erst begonnen hat.